Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch das American Crew Fiber. Wenn du da draußen meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ja, dann wird es Zeit, mein Freund. Auf Abonnieren klicken, Glocke aktivieren, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Instagram habe ich natürlich auch. Wenn du Bock hast, kannst du mir auch natürlich gerne auf Instagram folgen. Und mein Special gilt nach wie vor. Wenn du da draußen unsicher bist in der Auswahl deines Haarstyling-Produktes, dann sende mir gerne eine E-Mail mit deiner Frisur an info@daniel-korte.com und ich antworte dir dann mit 3 passenden Haarstyling-Produkten, die für deinen Haartyp passen. So, Leute, und jetzt kommen wir zum Haarstyling-Test von American Crew Fiber. Das American Crew Fiber kommt in einer schwarzen Plastikdose, hat 85 Gramm Inhalt und verspricht einen starken Halt, ein mattes Finish und Textur. Also sind wir mal gespannt, ob das auch der Fall ist. Das gelbliche Wachs hat auch einen kleinen, dezenten Grünstich und ist von der Konsistenz her etwas fester. Man muss das Produkt auf jeden Fall in seinen Händen vorwärmen, damit es sich erstmal gut in den Händen verteilt und man es dann in die Haare einarbeiten kann. Auch bei diesem Produkttest hatte ich wieder tatkräftige Unterstützung von meinem Kollegen Altan. Erstmal vielen Dank für deine Unterstützung an dieser Stelle, habe ich noch gar nicht gesagt. Und er hat sich die Haare mit American Crew Fiber gestylt. Er hat 1,5 Fingerspitzen von dem Produkt genommen und hat es in seine feuchten Haare eingearbeitet. Danach hat er protagonistisch wie immer seinen Kamm rausgeholt und seinen Scheitel gezogen und seine Haare ein bisschen geordnet und hat dann den Föhn dazu genommen und seine Haare geföhnt. Aber bei dieser Frisur wollte Altan ein bisschen mehr Volumen in seine Haare hineinbekommen und dann habe ich zu Altan gesagt, hey Altan, dann föhn deine Haare doch einfach mal in die gegengesetzte Richtung. Altan hat dann seine Haare in die gegengesetzte Richtung geföhnt und anschließend nochmal ein wenig Produkt genommen, in die Haare eingearbeitet. Und siehe da, da stand die Frisur und zwar mit richtig gutem Volumen. So, kommen wir jetzt zum Rating des Produktes und als allererstes ist hier natürlich wieder der Geruch dran. Und dazu nehme ich nochmal eine Nase und ich muss sagen, das Produkt riecht echt gut. Also es riecht sehr zitrisch, aromatisch, ein bisschen herb, aber ich finde den Geruch auf jeden Fall gut. Er riecht nicht künstlich, sondern es riecht einfach ein bisschen erfrischend nach Zitrone und aus dem Grund gebe ich dem Produkt für den Geruch 4 von 5 Punkten. Kommen wir zur Anwendung des Produktes. Ich würde dem Produkt hier 3,5 von 5 Punkten geben. Wie ich eben schon gesagt habe, man muss das Produkt auf jeden Fall ein bisschen anwärmen in den Händen. Und wenn man das nicht macht, dann kann halt sein, dass es irgendwo hier und da mal ein paar Rückstände gibt. Da muss man echt sehr, sehr doll aufpassen. Aber wie gesagt, 3,5 von 5 Punkten sind an dieser Stelle, glaube ich, ganz gut vertretbar. Kommen wir zum Halt des Produktes. Es ist mal wieder nicht das drin, was draufsteht. Also es ist kein starker Halt, aber ein mittelmäßiger guter Halt, würde ich jetzt mal sagen. Und aus dem Grund kann ich für den Halt 3 von 5 Punkten verteilen. Man muss halt immer überlegen, was man haben möchte. Ja, wie stark der Halt ist, das ist natürlich auch immer sehr, sehr subjektiv. Aber ein guter bis mittelmäßiger Halt passt zu dem Produkt. Kommen wir zur Auswaschbarkeit des Produktes. Das Produkt lässt sich aus den Haaren ganz okay entfernen. Allerdings brauchst du auf jeden Fall ein bisschen Shampoo dafür, weil nur mit Wasser wird es dann doch ein bisschen schwierig. Aus dem Grund kann ich für die Auswaschbarkeit 3 von 5 Punkten verteilen. Money, money, money. Kommen wir zum Preis des Produktes. Das Produkt kostet 12,50 Euro und dafür bekommt ihr 85 Gramm von der American Crew Fiber. Und für ein gutes Produkt kann man gerne mal 12,50 Euro ausgeben. Und aus diesem Grund gebe ich auch an dieser Stelle 4 von 5 Punkten für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Insgesamt bekommt das Produkt 17 von 25 Punkten von mir. Das ist eigentlich ganz okay, das Ergebnis. Das Produkt passt halt nicht für jeden. Ich persönlich hatte zum Beispiel ein bisschen Schwierigkeiten mit meinen Haaren, weil meine Haare sehr, sehr widerspenstig sind. Aber wenn du da draußen zum Beispiel etwas dünnere Haare hast, ja, dann könnte das Produkt echt sehr gut funktionieren für dich. Und deshalb muss man erstmal darauf achten, okay, welches Produkt passt eigentlich zu dir. Passt das Produkt zu dir oder halt eher nicht? Übrigens, falls du nicht wissen solltest, welches Produkt zu dir passt, ich habe ein Video dazu gemacht. Und zwar, welches Haarstyling-Produkt passt zu dir. Ansonsten, falls du Hilfe brauchst bei der Auswahl deines Haarstyling-Produktes, dann schick mir gerne eine E-Mail an info@daniel-korte.com mit deiner Frisur und ich antworte dir mit 3 passenden Haarstyling-Produkten, die zu deinem Haartyp passen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Jeder Daumen zählt, Leute. Denkt dran, macht's gut, bis dahin, adios, amigos. We'll be right back.